Die Geburt von Herzogin Megans, 37, und Prinz Harrys, 34, Baby rückt immer näher und die Vorfreude auf den neuen Edinburgher ist groß. Die werdenden Eltern freuen sich sichtlich darauf, endlich ihre eigene Familie zu haben und bald zu dritt zu sein. Doch für Megan bedeutet ihr Kind auch eine besondere Chance, wird sie sich endlich wieder mit ihrem Vater Thomas, 74, und ihrer Stiefschwester Samantha Green versöhnen, mit denen derzeit eine Schlammschlacht tobt? Sie hat kein Herz, hatte Megans ältere Halbschwester wiederholt in der Dokumentation Meghan and the Markles, A Family It War gesagt. Doch das dürfte so nicht stimmen. Quellen von Daily Mail zufolge ist die Herzogin äußerst unglücklich über den Zwist mit ihrer Familie und würde sich nur zu gerne mit ihr versöhnen. Ihr Kind, das an der 7. Stelle in der königlichen Thronfolge stehen wird, könnte der Schlüssel dazu sein. Sie plant, ihrer Familie ein Friedensangebot zu machen und sie zu einem Besuch einzuladen. Nachdem das Baby geboren ist, ihre Schwester mit eingeschlossen, wusste eine Quelle zu berichten. Ob das stimmt? Auch wenn es heißt, die Herzogin von Sussex wolle das Kriegsbeil mit ihrer Familie unbedingt begraben, unternahm sie dazu bisher keine Versuche. Für ihre Babyshower war die Herzogin gerade erst in den USA gewesen, hatte aber keinerlei Anstalten gemacht, sich mit ihrer Familie zu treffen.